beim Lenkrad und ich geb ne ganze Menge, wenn ich schon in Frankfurt wär. Verdammt nochmal, der Hänger zieht auf einmal so nach links, ich komm in Schlingern und das Steuern fällt mir schwer. Weg vom Gas und rüber auf den Pannenstreifen, ich roll aus, schau mit der Lampe die Bescherung an. Hinten links hab ich nen Platten, kaum noch Gummi auf der Felge, das sind vielleicht Höhepunkte, Mann. Radwechsel mitten in der Nacht, das ist ne Knochenarbeit, die den stärksten Tracker schafft. Radwechsel, auch das gehört dazu, wenn einer auf der Autobahn wie ich seine Arbeit tut. Gott sei Dank nicht viel Verkehr, ich hol den Wagenheber raus, nur mühsam kommt die schwere Kiste hoch. Ich setz den Schraubenschlüssel an, doch nach der vierten Mutter dreht er durch, verdammt, die Felge geht nicht los. Endlich hält ein Sattelschlepper, der Kollege fragt nicht lange, nach ner halben Stunde bin ich flott. Nen Händedruck und nicht viel Worte, wir sind ein verschworener Haufen, sowas gibt's in keinem anderen Job. Radwechsel mitten in der Nacht, das ist ne Knochenarbeit, die den stärksten Tracker schafft. Radwechsel, auch das gehört dazu, wenn einer auf der Autobahn wie ich seine Arbeit tut. Wer 100.000 Kilometer fährt in einem Jahr, der wird so leicht die Nerven nicht verlieren. Doch frag ihn mal, vor welcher Panne ihm am meisten graut. Wetten oder lang zu überlegen, sagt er dir, oh, das ist Radwechsel mitten in der Nacht. Das ist ne Knochenarbeit, die den stärksten Tracker schafft. Radwechsel, auch das gehört dazu, wenn einer auf der Autobahn wie ich seine Arbeit tut. Radwechsel mitten in der Nacht, das ist ne Knochenarbeit, die den stärksten Tracker schafft. Radwechsel, auch das gehört dazu, wenn einer auf der Autobahn wie ich seine Arbeit tut.